Schönen guten Tag, ich bin Astrid und ich werde ab jetzt hoffentlich regelmäßig unter meinem Videokanal Krimpelshütte Videos veröffentlichen. Bei mir geht es ums Nähen und um Handarbeiten im weiteren Sinne, aber eben hauptsächlich ums Nähen, denn das ist mein Hobby schon seit 40 Jahren und das liebe ich sehr und möchte gerne alle, die Interesse daran haben, an diesem Hobby teilhaben lassen und möchte gerne, dass ich mit euch darüber, über diesen YouTube-Kanal, über diese Videos, die ich posten werde, ins Gespräch komme. Um gleich zu sagen, was ich heute anhabe, ich trage einen Pullover, den ich nicht selbst gestrickt habe, sondern meine liebe Schwester, die unter dem Handle Ilonkas Qualitätspush zu finden ist auf Instagram und sie strickt die wundervollsten Dinge, was ich vielleicht sogar könnte, aber sie macht es viel besser als ich. Und sie hat mir angeboten, den Pullover zu stricken und das ist der Pullover Seidenschnabel. Wer Harry Potter Fan ist, der kennt die Bezeichnung und es gibt ein Buch, das heißt Magisch Stricken. Und dort finden sich viele Anleitungen aus dem Bereich Harry Potter. Und da hat, ja, da haben wir diesen Pullover gefunden, beziehungsweise meine Schwester hat ihn gefunden, hat sich einen gestrickt und ich fand ihn so schön, dass ich ihn auch haben wollte. Ich stehe einmal auf und hoffe, dass das klappt. Hier sieht man den Pullover. Wahrscheinlich müsste ich ihn noch spannen, ein bisschen mehr, aber ich wollte ihn heute unbedingt anziehen, deswegen habe ich das noch nicht getan. Dazu trage ich einen Rock und zwar von dem kleinen oder inzwischen nicht mehr so kleinen Schnittverlag Closet Core Case und die Damen designen wunderbare Schnitte, die sehr zeitlos sind und auf der anderen Seite immer eine Kleinigkeit haben, die was Besonderes ist. In diesem Falle ist es also ein Rock, der mit zwei Knöpfen an der Seite innen und an der Seite außen verschlossen wird, der also eine Wickeltechnik hat, mit einer sehr großen Tasche, die natürlich ausgesprochen nützlich ist und den ich sehr, sehr gerne trage. Hier habe ich einen Stoff vernäht, von dem ich gar nicht mehr weiß, wo er herkommt, aber es ist ein Wollgemisch, sodass dieser Rock also nicht nur ziemlich schick ist, wie ich finde, sondern auch noch sehr warm. Genau, so, hier seht ihr es nochmal. Ansonsten hoffe ich sehr, dass wir uns ein bisschen näher kennenlernen und dass ihr Lust habt, dem YouTube-Kanal Krimpelshütte zu folgen. Und freue mich auf das nächste Jahr. Bis später und einen guten Rutsch erstmal für euch.